Service-Team der Preußen. Sie stehen hier vorne und möchten sicherlich das eine oder andere auch an euch als Worte richten. Lenny, möchtest du als erstes etwas zu dem jetzigen Stand sagen? Und die sind nicht hier zusammenzustellen und Antwort zu geben. Die sind hier. Eure Fragen kannst du die Mannschaft gerne stellen. Wir haben glatt verloren, weil wir nicht im Spiel waren. Wir sind jetzt gelobt und alles getan. Aber jetzt sind wir die Preußen von letztes Jahr. So. Ich kann hier stehen und hinter die Mannschaft stehen, tue ich auch. Aber jetzt müssen sie vor euch stehen, weil da draußen spielen sie. Ich kann nicht spielen. Ich kann Dinge vorgeben und versuche alles aus meiner Macht aus dem Team zu machen. Dass wir das einigermaßen gut geschafft haben, mir gezeigt. Aber ich versuche Klärung und Antwort zu finden, aber ich habe die nicht. Timmendorf mit, glaube ich, 4, 18, 19-Jährige mit 12 Spielen haben mehr Herz gezeigt, haben ein taktisch super System gespielt und wir haben nicht keine Antwort gefunden. Wir waren viel individuell auf dem Eis und kein Team. Und solange das... So, ich habe nichts mehr zu sagen, weil ich bin selber, muss ich mich selber zusammenreißen. Aber dafür wird die Mannschaft Antworten geben. Ich gebe das gerne an den Timmendorfer Trainer, der eine, wie gesagt, taktisch gute Mannschaft und eine Mannschaft, der voller Herz gespielt hat und verdient gewonnen hat. Vielen Dank erstmal an der Stelle. Bevor wir jetzt gleich zu den Fragen an die Preußen kommen, an unsere Mannschaft. Glückwunsch an Timmendorf an der Stelle. Bei mir jetzt natürlich Dave Rich, Trainer von Timmendorf. Kurze Einschätzung deinerseits zu diesem Spiel. Ja, guten Abend alle zusammen. Wie jeder hat gesehen, wir sind angekommen mit 12 Spielern. Und ist Nummer 1, ist nicht einfach gegen 12 Spieler zu spielen. Wir haben unser Ziel war 0-0 so lang wie möglich und haben ein bisschen Glück und wir gehen in Führung. Und da ist auf einmal ein bisschen Luft. Jeder sagt, oh, wir haben eine Chance hier zu gewinnen mit 12 Leuten. Und es ist schwer. Das habe ich gegen 12 Leute auch gespielt und verloren. Ist nicht einfach. Und unser Torwart war gut. Das brauchst du, wenn du willst immer gewinnen. Du brauchst einen starken Torwart. Er war stark. Und weil ich sage, wir haben Glück, wir schießen von der roten Linie oder blau und es geht rein. Leider haben wir genau so ein Tor kassiert am Freitag. Und das ist ärgerlich, absolut. Das weiß ich als Trainer oder Spieler oder Torwart. Das ist Eishockey. Du musst einfach schlucken und weiterspielen. Und gut ab, die Jungs, trotzdem. Wir sind leider oft so. Das ist nicht das erste Spiel, wir spielen mit 12 Leuten. Das ist das dritte oder vierte Mal so. Die Kraft ist bei uns, das fehlt. Und das sieht man, das ist wieso wir sind jetzt ein bisschen müde. Aber Hut ab, 3 Punkte, absolut Top-Leistung von die 3, von die 12. Die haben an den Torwart, die haben einfach diszipliniert 1-3-1, das hässliche System in Eishockey. Aber haben wir das richtig stark gemacht. Ja, zu Lenny und den Jungs hier auch viel Glück den Rest der Weg. Wir haben eine gute junge Mannschaft, das habe ich gesehen und gemerkt. Die wird genug Siegs jetzt in der Saison geben. Danke. Vielen Dank. Ich bitte nur eine, ich will mich zurückziehen. Aber wenn du anfängst, die Mannschaft zu schimpfen, wenn man vernünftig frage, frag vernünftig, die sind hier. Okay, rede mit denen ganz normal. Aber wenn anfangen hier hässlich zu werden, dann nehme ich Lenny, die weg. Lenny, ja. Also ganz ehrlich, als Fanbeauftragter finde ich das jetzt ein bisschen schade. Die Jungs gehen wirklich die Woche über arbeiten, du hast ein volles Team. Die Freiten heute waren ein scheiß Tag, es war ein gebrauchter Tag. Aber ganz ehrlich, schick's in die Kabine. Das ist schon eine Strafe für die Jungs, dass sie hier verloren haben. Der Kapitän möchte was sagen. Wir werden Rede und Antwort stellen. Sachliche Fragen und ja, fangen wir gleich an. Frage 1. So, bevor jetzt eine sachliche Frage gleich kommt, ich meine, die Gesichter sehen erstmal aus. Statistik muss man trotzdem noch machen, dann können wir gleich Rede und Antwort stehen. Wir hatten Strafen 10 Minuten bei Timmendorf, 6 beim ECC, 30 Torschüsse nur von Timmendorf
und 47 auf Seiten des ECC, leider zu wenig im Tor. An der Stelle auch nochmal ganz klar, die Mannschaft hat sich dazu entschieden, hier zu sein. Sie möchten Rede und Antwort stehen, das sollen wir denen auch ganz klar gewähren, auch wenn sie arbeiten waren. Logisch, sie stehen aber auf dem Eis, das hat Danny gesagt, sie müssen Leistung bringen. Und dann ist halt nicht die Trainerfrage zu stellen, sondern die Frage, was ist los bei der Mannschaft? Das ist die erste Frage. Bitte, einmal bitte zu mir. Moment, was habe ich gestellt? Hat schon eine Frage gestellt. Was ist los mit der Mannschaft? Ja, erstmal, es gibt dafür keine Entschuldigung. Für die letzten Spiele gibt es nicht, brauchen wir gar nicht ankommen. Ich kann euch jetzt Scheiße erzählen, ja, tut uns leid, bla bla bla. Scheißdreck. Ihr leidet genauso wie wir und es geht hier keinem am Arsch vor. Oh, sorry, ich bin da dabei, aber... Ja, es geht wirklich auf Deutschland keinem am Arsch vorbei hier von uns. Wir können nur die Antwort auf dem Eis bringen und wir werden härter arbeiten und wir werden zurückkommen. Vielen Dank dafür. So, nächste Frage aus dem Publikum, sachlich und zurückhaltend. Es fällt mir schwer, ja. Sachlich, aber ich bleib sachlich. Wenn wir uns zurückerinnern, letzte Saison waren wir Vorletzter. Und wir haben eine Mannschaft bekommen. Warte doch mal, Mario. Wir waren Vorletzter gewesen. Wir haben durch unseren Vizepräsidenten eine super Mannschaft auf dem Eis bekommen. Gucken wir uns unsere Neuzugänge mal an. Wir haben den Holzmann und so weiter. Und klar, nach dem Spiel gegen Duisburg dachten wir, wir sind die Überflieger. Dann haben wir das Derby gewonnen. Klar. Überflieger. Ich war am Freitag in Braunlage gewesen. Gut, 8 Minuten kann man mal verhauen. Passiert. Aber ich glaube, es kann sein, dass wir ein bisschen zu viel erwarten. Auf der einen Seite, die Jungs und auch Lenny, die möchten natürlich alles geben für uns. Wir haben aber auch natürlich eine Verantwortung. Das heißt, wir dürfen nicht zu viel erwarten. Weil wir sind Preußen. Klar, wir haben eine scheiß Vergangenheit. Auch wenn ich oben eventuell vorhin ein bisschen böse gewesen bin, aber ich habe ein bisschen darüber nachgedacht. Aber wir sind trotzdem Preußen, wir sind einmal Preuße, immer Preuße. Und die Jungs, die versuchen ja wirklich neben der Arbeit noch Eishockey spielen zu gehen. Das darf man nicht vergessen. Ne? Auch wenn wir jetzt mit dem Kopf schütteln, aber das darf man nicht vergessen. Und die Mannschaft, auch wenn ich gerade ein bisschen böse bin, aber die Mannschaft versucht ja alles. Und wir dürfen nicht vergessen, wir sind Oberliga und letzte Saison nur Letzter gewesen. Vorletzter. Okay. Ich freue mich, dass zumindest geht ein bisschen, dass die Fans hier die Jungs unterstützen. Aber ich sage, wir sind hier, weil wir sind ein Team. Und ich möchte gerne, es gibt noch eine Frage. Warum seid ihr so nervös? Da wird nochmal der Pass aus dem Slot nach rechts oder links gebracht. Warum wird da nicht konsequent abgeschlossen? Okay, nimm. Bitte, gib weiter. Gib's weiter. Ja, wie gesagt, ich suche jetzt auch keine Entschuldigung. Es ist schwierig. Wir haben noch viele junge Spieler drin. Das ist keine Ausrede oder sonst was. Wenn man natürlich ein paar Spiele unglücklich verliert, wie gegen Essen, Herne, wo wir klar besser waren und verloren haben. Und keiner von uns verliert gern. Ja, das ist scheiße. Aber wenn man dann in die Woche wieder trainiert, dann will man natürlich am Wochenende unbedingt gewinnen. Das war uns vor dem Wochenende klar. Und wir hatten jetzt schon ein paar Niederlagen, wo die eine oder andere einfach zu viel waren. Und das erhöht natürlich den Druck. Aber den Druck, den machen wir uns ja selber. Ja. Wir selber wissen, dass wir es eigentlich können. Ich sehe das nicht als Zufall, was am Anfang passiert ist. Ja. Wir machen da gute Arbeit. Momentan, wie gesagt, ist es ein bisschen schwer, weil wir teilweise zu nervös, das erkennt ihr da richtig. Und das ärgert uns genauso, ja, weil heute, die waren auch schlagbar. Und wir haben uns eigentlich, wie in den letzten Spielen auch, immer selber geschlagen. Und wir müssen da jetzt einfach alle, finde ich, zusammenrücken. Ja, weil
uns geht es jetzt nicht besser. Ja, wir wollen hier was Großes aufbauen und deswegen bin ich auch getroffen, ein paar andere Spieler. Und es wird auf keinen Fall so bleiben oder so wie letztes Jahr. Wir werden uns jetzt auf jeden Fall die Woche zusammenhocken und ich bin auch offen für alles Mögliche. Wir können unter der Woche uns mal treffen und nochmal zusammensitzen. Und ich möchte, dass wir wirklich alle an einem Strang ziehen. Ich möchte da nicht irgendwie Fans, Gegenspieler oder sonst was. Wir sind alle Preußen aus Herzen, ich auch. Ich bin auch mit dem Verein groß geworden, mit meinem Vater. Und ich möchte, wie gesagt, dass das eine positive Richtung nimmt. Deswegen sind wir alle hier, deswegen gehen wir jedes Wochenende ins Stadion. Und ja, es hilft uns nur nach vorne zu schauen. Wir werden alles geben die Woche. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Okay, ich darf die Jungs, wenn ihr, ich kann persönlich mit den Jungs sprechen, dafür sind die da, für die Öffentlichkeit. Ich glaube, wir haben uns gestellt, den Druck, ich glaube, ist von meiner Seite. Ich verlange auch viel und muss mich auch selber erstmal reorientieren. Und ich sage, ihr weißt, dass wir viele junge Leute, ich sag, wir verlieren hier nicht mehr den Abstieg. Und, dass wir alle arbeiten und Schule und dies, was das macht, fast über die Hälfte der Vereine in dieser Liga. Das ist halt so. Nur, es gibt Punkte, die zu holen sind und wir müssen die holen. Denn wir sind mitten in der Saison, es ist keine große Entschuldigung zu sagen, wir tun alles, alles. Das ist heute ein Fehlspiel in Braunlage, bei die 7 Minuten leider. Und dann verlierst du so ein Spiel, hast alles gegeben, verlierst die nächste, alles gegeben. Und heute, genau das habe ich die Jungs gesagt, du guckst da rüber in Warmlauf, die laufen mit 11 Leuten. Die Erfahrung habe ich auf die andere Seite, als ich in Hannover Preußen gekommen, ein paar andere mit 11 Leuten. Und du nimmst sie nicht ernst. Und dann läuft die 1. Minute, die 20. Minute, die 40. Minute. Und solange das Spiel eng ist und die bleiben im Spiel, wird es immer schwieriger. Und die kämpfen bis zum Schluss, weil die wussten, ist was möglich. Und das ist genau, was passiert ist heute. Ich wollte nur, dass die Jungs, die verstecken sich nicht. Okay? Und die stellen sich euch heute. Es ist vielleicht für Stefan ein bisschen schwierig, aber wir haben gesagt, wir machen das gemeinsam. Wir verstecken uns nicht und das ist das Signal heute, was wir gegeben haben. Ich möchte mich bedanken. Wenn ihr ein paar Fragen an die Jungs habt, kann ich gerne fragen. Ruhe alleine. Danke. So, das soll es erstmal für die Pressekonferenz gewesen sein. Wir bedanken uns nochmal bei den Preußen, dass sie sich der ganzen Sache gestellt haben. Trotzdem.